Hallo. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Brettspiele, Mama. Ja. Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung. Hallo. Ich greife mir gerade noch ganz kurz deinen Deckel. Also, wir hätten jetzt und halt mit der 6, nee, halt, wir hätten jetzt das nächste Spiel und zwar tut Rentoni es wieder neu halten. Und das nee, ist. Komm, schau, Nella hat's neu gehalten, das ist auch schon. Pass auf, du hast hier ein Ding drin, gell? Das ist egal. Ja, das ist rausfallen. Ja, aber dann fällt es aufs Spiel. Halt's mal neu. Wer war's dann? Wer war's? Wer war es? Ist schon ein älteres Spiel, das Spiel des Jahres 2008 gewesen für Kinder. Auch hat 10-jähriges gehabt. Oh, das ist eine Jubiläumsedition, wie man unschwer lesen kann. Da war jetzt auch noch ein Kartenspiel mit dabei. So, wenn man lesen kann. Und zwar ist das ein ganz klassisches Brettspiel in dem Sinn. Ja, nur wir haben elektronische Unterstützung. Es ist ein ganz normales Pappspiel mit Spielbrett und so weiter. Verschiedene Spielfiguren, verschiedene Gimmicks, die man benutzen kann. Rahmenstory ist, wir haben ein Königreich mit einem König, der das Reich regiert mit so einem Zauberring. Der hat so einen Zauberring. Den Zauberring braucht er, weil er gegen so einen bösen Zauberer muss er das Reich verteidigen. So, jetzt hat dieser Zauberer aber diesen Ring vermeintlich geklaut. Und der König ist rausgeritten und will jetzt halt diesen Dieb finden. Die Kinder haben aber von der Katze mitgekriegt, von dieser wunderschönen, dass niemand über die Burgmauer gekommen ist. Die ist so süß. Und deswegen muss der Dieb so noch im Schloss sein. Also wir sind jetzt halt allein im Schloss. Und ich bin blau. Er ist blau, sie ist grün, du bist rot und ich bin gelb. Da war der König aber ganz schön produktiv. Ja. Und ist es halt so, dass wir jetzt rausfinden müssen, wer das geklaut hat. Und es gibt nur die Möglichkeit, dass irgendjemand von den Burgbewohnern der Fette war. Verzaubert wurde. Mhm. Und wir müssen rauskriegen, wer das war. Also so ein bisschen Mischung aus wer ist es und Cluedo. Stimmt, das ist ein bisschen wie Cluedo. Das Spiel, müssen wir das zu viert aufdecken oder spielen wir gegeneinander? Weißt du? Wir spielen kooperativ, das ist ein Kooperationsspiel. Könnte es auch einer von uns sein? Nein, kann es nicht. Okay. Du warst es. Ihr seht hier entsprechend dieser Person, dass diese Person überall hier Truhen haben. Also im Grunde genommen ist es so, dass in irgendeiner Truhe von diesen... Ja, das kann man vielleicht schwer erkennen, aber das sind... Hier stellenweise Karte, die draufgelegt sind. Ja, aber wie gesagt, also in diesen Truhen könnte es sein, dass dieser Ring versteckt ist. Und wir müssen das halt rausfinden. Wir finden das raus, indem wir A, entweder Räume untersuchen, B, Tiere befragen. Also wir können mit Tieren reden in diesem Spiel. Pass mal auf, du Buck. Oder geheime Türen öffnen und dort auch Geheimnisse finden. Also... was wir noch eine Möglichkeit haben, sind Zauber zu sprechen. Überall, wo hier irgendwo so Sterne umringt sind, können wir zaubern. Also ich kann euch nur eins verraten, das ist immer so, dass du das hier aus einem Brunnen trinken kannst und der gibt dir dann die Möglichkeit, einen weiteren Zug zu machen. Also jeder ist drei nach dem Zug dran. So, um uns fortzubewegen, haben wir einen Würfel. Der Startpunkt ist immer hier das Kinderzimmer. Nicht vergesse, hier ist auch eine Truhe drin. Ne? Also diese Amme oder was das ist. Die hat auch eine Truhe. So, und es ist immer ein anderer, der verhext wird? Genau, das ist Spiel zu Spiel entscheidet anders. Entscheidet das die Box oder was? Das entscheidet die Box. Was wir noch haben, wir haben hier die Würfel, wo wir uns fortbewegen können. Wir können uns höchstens vier Felder fortbewegen und wir haben zwei Felder mit dem Geist drauf. Der Geist kommt hier ins Spiel. So, dieser Geist bewegt sich, wenn du hier würfelst, um einen Raum weiter und wir haben hier so weiße Pfeile, ne? So ein bisschen angedeutet. Das ist so die Route, die er nimmt. Falls, ach, die Pfeile habe ich noch gar nicht gesehen. Falls wir auf einen Geist treffen, beziehungsweise der Geist auf uns, müssen wir zurück ins Kinderzimmer. Wenn wir schon im Kinderzimmer stehen und der Geist kommt rein, passiert nichts. Stecken wir uns. So. Im Kinderzimmer kann man sich verstecken. Okay. Genau. Wenn wir Räume untersuchen, finden wir stelleweise Nahrung. Also so Früchte und so weiter, und Brot und Nüsse und Käse. Und das braucht man später, wenn man jetzt zum Beispiel die Ziege Frage wollen einen Tipp habe, dann sagt ihr erst, gib mir erst die Traube. Dann müssen wir erst dieser Ziege die Traube geben und dann sie bestochen werden, ja. Genau, die ganzen Viecher wollen erst mal was zu fressen haben, bevor sie uns was sagen. So, komplex, wa? Ich dreh nur die Kamera, dass ich also das Spiel fällt gut. Also im Spielverlauf ist es nicht unbedingt so schwierig. Wenn wir irgendwo Früchte oder Esse finden, können wir die mitnehmen, die Katze trägt das für uns. Da können wir immer zwei Sachen drauf nehmen. Wenn wir einen Schlüssel finden, ist das nicht begrenzt. Also wir können so viele Schlüssel nehmen,
Frage, wie wir wollen. Also die Katze. Genau. Es gibt eine Besonderheit. Wenn wir in der Küche stehen. Das ist die Küche. Beziehungsweise, wenn wir, hier ist die Küche, ne? Wenn wir jetzt in irgendeinem Raum sind und wir haben jetzt schon, sagen wir mal, die Nüsse und die Trauben. Das ist so süß, ja. Dass es immer rauskommt. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel hier die Nüsse und die Traube und jetzt finden und die Kirsche und wir finden jetzt zum Beispiel noch die Traube, ne? Mhm. Dann kommt es hier in die Küche. Egal, ob wir jetzt in der Küche stehen oder nicht. Also wir haben hier Vorratskammer. Jetzt kommt die Kombinatorik. Wenn jetzt zum Beispiel die Frau Schrapneller beim Pferd steht und du stehst jetzt zum Beispiel, was weiß ich, gerade hier in der Waffenkammer. So, und das Pferd will aber die Traube haben. Dann kann ich den Eilhafer die Traube holen. Genau, du musst dann bei dem Pferd stehen bleiben. Und er geht dann zu der Traube und von der Küche aus kann er das sozusagen. Und wenn, Pferd wenn ein Geist kommt zu mir, während ich beim Pferd dann warte, dann redet das Pferd erst recht nicht mit mir. Nee, da hast du gar keine Möglichkeit mehr mit dem Pferd zu reden, weil dann musst du dann wieder ins Kinderzimmer zurück. Okay. So, was aber noch geht, wenn du jetzt hier bist und denkst dir, okay, keine Ahnung, du wirst jetzt nach zwei, drei Viecher schon irgendwas wollen, aber die Traube jetzt zum Beispiel noch gar nicht verteilt sind. Und da kannst du dich hier tauschen. So zum Beispiel. Dann hast du hier die Traube mit dabei. Mhm. Was noch dazu kommt, ist, dass es eine Fee gibt. Die tut sich manchmal hier einklinken und die sagt dann zum Beispiel, oh, ich helfe euch. Ihr kriegt noch irgendwie einen Schlüssel oder sowas. Mhm. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr Türe aufmachen könnt und ihr müsst einen Schlüssel benutzen, dann ist der weg, theoretisch. Und dann habt ihr keine Möglichkeit, hier die Kiste zu öffnen, weil ihr könnt auch eine Kiste mit so einem Schlüssel öffnen. Lohnt sich aber erst dann, wenn ihr es zu circa ausschließen könnt, wer es nett war. Ne? Die Tiere geben euch auch manchmal Tipps und sagen zum Beispiel, den, der ihr sucht, der hat zum Beispiel keine Kopfbedeckung. Da könnt ihr alle mit Kopfbedeckung umdrehen. Oder der ist nicht dick, da könnt ihr alle dicke umdrehen. Mhm. Oder dünn oder groß. Ne? Oder der sieht blöd aus. So. Jetzt nochmal zu der Kiste. Dann war es nicht der. Wenn ihr jetzt einen Raum untersuchen wollt, dann drückt ihr immer das Vieh, was im Raum ist, und untersuchen. Das ist das Auge. Also ich will jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt hier und sage, oh, ich will jetzt mal hier die Kirche untersuchen. Mhm. Dann mache ich die Schlange und das Auge. Lohnt sich eigentlich am Anfang immer am besten, weil da findet ihr dann die Früchte und das Essen. Ich gebe gerade mal kurz her. Ich zeig dir mal kurz die Knöpfe. Genau. Auf der Kiste. So. Also ich habe mal von Zwene, Gruß an Deimos und Zwene, sagen lassen, dass das Spiel, wo es damals rauskam, nicht mit der Kiste ausgestattet war. Das ging alles über Karte. Okay. Oh. Was es ein bisschen komplizierter macht, denke ich mal. Weil über das ist halt ein bisschen eleganter. Wenn ihr mit einem Tier reden wollt, macht ihr genau das gleiche wie der eben macht, das Tier und dann den Mund. Kiste ist unser Freund. Und wenn das Tier dann sagt, ich will aber die Karotte, da müsst ihr, wenn ihr die Karotte gehabt habt oder hier gehabt habt, sagen wir mal, das Pferd wie die Karotte, geben. Ne? Also Pferd und geben. Und dann müsst ihr auch wirklich das Teil hinlegen und dann tut es am besten so umdrehen. Was ist der Stern? Der Stern ist Zauber. Zaubern. Wenn ihr zaubern wollt, macht ihr Pferd und zaubern und dann trinkt ihr aus dem Brunnen. Und was ist das rechts neben drauf? Kischt. Die Kiste ist für die Schwierigkeitsstufe einzustelle. Ah, okay. Ganz schön leichter, etwas schwerer, aber ich würde sagen, wir lassen es einfach auf normal. So. Jo. Letzte Info. Im Verlauf der Geschichte, das ist so ein bisschen wie Geschichteerzählerbox, kommt auch noch dazu, hört er mehrmals den Zauberer dann böse. Ne? Der weiß so genau, oh, der König ist ja weg, es sind nur die Kinder da, ich habe jemanden verzaubert, ich hole mir den Zauberer hin. Der meldet sich zwei, drei Mal. Beim dritten Mal ist die Zeit abgelaufen. Ihr habt ein paar Stunden Zeit, 6 Stunden sind das, glaube ich. Und in der Zeit müssen wir halt das irgendwie hinkriegen. Gut, denkt ihr, habt so weit verstanden? Ja. Ja, ich denke. Räume untersuche, Futter finde, mit der Viecherrede, Viecherfutter gebe, Tipps merke. Und was ist, wenn man weiß, wer es war? Dann müsst ihr euch zu dem Raum machen, wo die entsprechende Kiste von demjenigen ist und die Kiste öffnen. Ach so. Und am besten guckt ihr, dass ihr Schlüssel sammelt irgendwie. Also wenn ihr Schlüssel habt, dass ihr die nicht verbratet oder sowas. Mhm. Ich habe es persönlich mit der Räubertochter Zwemo nicht geschafft. Mit Zwemo hat es das Emo geschafft. Und dann, nee, Emo habe ich es auch geschafft. Also es ist nicht unbedingt so, dass wir jetzt easy going haben. Also das Spiel ist schon... Aber es ist cool gemacht. Es macht auf jeden Fall auch Spaß, wenn man es nicht
Schafft sie. Okay. Der jüngste fand auch. Ich mach die Kiste. Ich hätte gerne Wässersche, bitte. Du bist ganz schön frech. Ha? Ich mach mal Ohr, ne? Jo. Weil es ganz kurz mal ruhig soll, weil die sagt auch direkt was. Jetzt muss ich würfeln. Hat jetzt jemand was verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Es geht los. Drei. Ja, durch und drei. Du kannst dich jetzt, egal wie, noch links oder rechts, die Pfeile... Die Ach, die Pfeile sind mir jetzt egal. Kannst ja, du dich Geist. Durch Raum und... Raum aber nicht drin. In die Räume. Das hier ist ein Raum? Nein, das ist der Glockenturm, das ist die Kirche. Du kannst aber außenrum. Du kannst das theoretisch mit drei, kannst du eins, zwei oder in den Hof. Aber wenn du in den Hof gehst, steht der Geistdorf. Pech. Ja, hier hin. Ich muss aber drei gehen, ne? Ja. Du kannst drei. Kannst du am Gespenst vorbeigehen? Normal, du musst eigentlich drei gehen. Ich muss drei gehen. Nein. Dann gehe ich jedes, hier rein. Jedes Kind, das er auf dem Weg trifft. Geht das? Ich gehe hier rein, in den Turm und wieder zurück. Nee, nee, nee. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Das heißt, ich muss hier zum Geist oder ich muss außenrum. Dann muss ich außenrum. Eins, zwei, drei zum Schwein. Jetzt guck dich um. Oder mach, was du denkst. Wir können ja noch nicht. Ich will mit dem Schwein reden. Dann trittst du aufs Schwein und machst den Mund. Ich möchte einen Apfel. So, Apfel hast du noch nicht. Der will, was der will? Du klingst gar nicht wie ein Drecksau. So, jetzt bist du. Hast du jetzt oder? Gehofft. Ja. Okay. So, ich hab den Geist. Der Geist geht ans Weiter. Gefährlich, Steffen, gefährlich. Spooky. Ich muss gerade mal gucken. Sorry, Entschuldigung. Wenn ich den Geist habe, ob ich nochmal würfeln darf. Haha, ich glaube, ich darf nochmal würfeln. Entschuldigung. Ein kurzer Lag. Oder du kannst den Raum untersuchen, wo du ja eh bist. Nochmal, dass du nochmal was da machen kannst. Ja, aber im Kinderzimmer ist noch nichts los. Doch, da ist die Tussi, oder? Nein, das ist nur die Kist. Ah, das ist nur die Kist. Die Kist? Hui! Gerade mal wieder zurückgemacht. Dass wir uns... das machen wir sie. Genau, also wenn man Geist würfelt, darf man noch nur würfeln. Okay. Also so fair ist es dann trotzdem. Ja. Kindgerecht halt. So, ich bin gelb, ich habe zwei, ich gehe mal zum Pferd. Eins, zwei und untersuche den Raum. Mach mal die Box hier runter, dass man es auf der Kamera vielleicht besser hört. Bob die Kiste. Also mach ich das Pferd und guck, weil ich will den Raum untersuchen. Die Kirschen. Oh, Kirschen. Die Kirschen. Also haben wir schon die Ach, du Kirche. Findest die Kirche? Ich hab das nicht verstanden. So, pass mal auf, du hast ja vorhin mit dem Wildschwein geredet. Was wollten das haben? Apfel. Der Apfel. Dann denke ich mal hier, weil wir wissen ja, das Wildschwein braucht schon mal den Apfel. Okay. So, dann ist der nächste. See you, Wilshire. Drei. Du könntest da hin. Eins, zwei. Was ist denn das für ein... Seht ihr? Ah ja, es gibt ein V. Okay, gut. Also, du darfst auch weniger Schritte machen. Wenn du drei hast, darfst du auch nur eins oder zwei gehen. Ah, so. Okay. Sorry. Alles rumgehen. Eins, zwei, wieso? Ich kann. Ah, nee, da ist zu. Eins, zwei, drei. Du wolltest in den Hof. Ja, so, was machst du? Du findest den Apfel. Der Apfel! So, und den kannst du mir jetzt geben, oder was? Nö, der ist jetzt für alle. Ah, das heißt, ich muss dann auch nicht raus, sondern ich kann ihm den Apfel geben. Genau, also das ist für uns alle. Okay, nur, okay. Nur okay. Falls jetzt irgendjemand was da und jetzt nichts mehr aufpasst, geht's in die Was ist nochmal die Hand? Nehmen, oder? Geben. Okay. Und der sagt, ich hätte gern einen Apfel. Ach so. Du redest erst, okay. Erst immer rede, dann sagt er, ich hätte gern einen Apfel, dann machst du die Hand und gibst ihm den Apfel. Ich bin dran. Ich habe auch drei. Kannst du runter und ihm den Apfel geben, theoretisch. Ja, aber du stehst schon euch in drin, Gefahr, oder? Gell? Also ich meine, und wenn der Geist kommt, ich gehe ins Esszimmer und ich will den Zauber machen. Gut. Das ist ein Hund, gell? Geht es schon? Ja, ja, natürlich. Theoretisch geht's. Ich bin der Zauberer. Du wirst diese Türe nicht öffnen. Der hat jetzt gesagt, du hast voll gelitten, Alter. Was? Warum? Einfach, weil er es kann. Was ist denn das?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, gut, weiter. Theoretisch könnte es ja sein, dass du einen Schlüssel dafür brauchst. Ja, aber dann hätte ich ja die Tür einfach aufmachen können, oder? Theoretisch. Ja, es ging ja um den Zauber. Wir haben gedacht, da passiert was anderes. Eigentlich ist es eine Falltür, ja. Also, ach, das ist eine so, Falltür. Es kann verschiedene Varianten umnehmen. Du kannst dem doch den Apfel geben. Ja, ja, ich habe jetzt trotzdem mal gewürfelt, aber ich gebe ihm jetzt den Apfel. Schweinhand. Würfeln musst, weil du musst ja auch theoretisch das Dings. Ja, also Schwein. Ich kann mich jetzt auch nicht bewegen, ne? Ja, du machst Schwein und dann erst Rede wieder. Echt? Ja, erst Rede, geht nur so. Gib mir den Apfel. Jetzt machst du Schwein und Hand. So, nee, anders das Schwein, reden und dann Hand. Ach so. Gib mir den Apfel. Jetzt Hand. Ich habe Folgendes gesehen. Der Dieb trägt eine Kopfbedeckung. So, jetzt können wir alle... Damit können wir zwei Verdächtige ausschließen. Genau. Gut, dass die nicht alles gesehen haben. Der mit der Kopfbedeckung war es. Ich habe es von Anfang an gesehen. Zählt das als Kopfbedeckung? Ja. Die Kiste hat eben auch gesagt, wir können zwei ausschließen jetzt. Also ja. Dann passt das schon. Ja. So, weiter geht's. Darf ich jetzt noch ziehen? Nee, ne? Ich habe ja Aktion gemacht. Immer erst und dann Aktion. So, ich habe den Geist. Schatz, du musst leider da, 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 da. Du kannst aber nochmal würfeln. Ist aber nicht schlimm. Nee, ich finde es auch nicht schlimm. Weil du erreichst von da aus gleich dann, wo die Schlange. Ja, oder? Ich komme damit zurecht. Ich finde das Gespenst eigentlich ein bisschen überflüssig. Weil die Sache. Ja, wenn du später wohin gehst und willst was als nächstes machen und dann kommst, dann ist es schon. Okay. Also, wenn du Bahn hast und das. Ja, dann ist blöd. So, was war ich gelb? Gelb. Du hast dich schon im Hof umgezählt, gell? Nee, die Julia hat. Was hast du gemacht? Du hast mit dem V geredet, der wollte eine Kirsche. Nee, was wollte der? Nee, ich habe mich umgesehen und den Raum durchsucht. Ah, du hast die Kirsche gefunden. Okay. Ja. Eins. Zwei. Ich tue mich mal hier umsehen. Nein, ich habe so irgendwie das Gefühl, dass du das gehört hast. Eventuell. Also Esel. Esel und Google. Du findest die Nüsse. Die Nüsse. Hm. Oh. Eine Stunde ist um, denke ich. Ja. So, jetzt müssen wir kurz warten. Und das sehen wir wieder. So. Das Nachtlicht ist dran. So. Ich glaube, ich rede aber jetzt doch mal mit dem V. So. Kannst du machen. Und zwar V. Babble. Babble mal. Ich möchte eine Birne. Birnen? Das halte ich für was unnötig. Ist denn, wenn wir jetzt noch was finden würden? Fliegt dann was anderes dafür in die raus? Küche. Ah, komm, in die Küche. Stimmt, okay. Schon erklärt. Ja. Also, ich bin dran. Birne? Das ist Gespenst. Geht eins weiter dann, ne? Und du gehst zurück. Darfst du aber nochmal würfeln, ja. Oder? Ja. Eins. Gehst du gerade wieder dahin? Also, was man so umgucke, ist nicht schlecht. Du kannst natürlich auch Glück haben und hast direkt das, was du haben wollen. Ja. Also, dann spreche ich mit der Schlange. Ich spreche mit der Schlange. Miau! Oh je! Durch eine Falltür bist du in den Schlosshof gerutscht. Stell dir deine Figur dorthin. Dein Zug ist beendet. Also kann alles Mögliche passieren. Du siehst irgendwie unzufrieden kann aus. Kann passieren, dass die Schlange klingt wie eine Katze. Das ist die zweite Katze. Die Katze ist ja der Moderator. Die ist ja quasi der Moderator. Eins. Was war ich blau, gell? Du nochmal verprügel die Schlange für mich, bitte. Die Schlange hat ja nichts gemacht. Haben wir uns hier schon umgeguckt? Nee, der Schlange in den Arsch. Okay, dann Schlange und Gugge, ne? Oder? Ja. So, die Karotte kommt jetzt in die Küche. Gut. Danke. Und ganz kurz, wenn du die Truhen von denen hier aufmachst, ne, heißt es, ich sag, du bist's. Mhm. Okay. Und verbratschen Schlüssel, falls der einer hast. Ja, wir müssen irgendwie gucken, am besten, dass wir irgendwie Schlüssel kriegen und so viel auszuschließen, wie es geht. So. Wie kriegt man die Schlüssel nochmal? Umgucken, oder? Wahrscheinlich. Also, ich versuche mal was. Ich bin jetzt gelb, ich ziehe jetzt nicht weiter. Also zwei Schlüssel müssten wir verbraten, ne? Für die Tür und für die Tür. Hier kommst du anders rein, aber in die Räume nicht. Kommt drauf, oh ja. Ja, was willst du machen? Ein Pferd haben wir ja schon gerade. Weißt du jemand noch, was das Pferd wollte? Die Birne, gell? Birne, ja. Nee, der Pfau wollte die Birne. Das Pferd wollte...
Ich glaube, da haben wir uns nur umgeschaut. Kann das sein, mit das mit dem Pferd dann niemand gefreut hat? Nee, genau. War noch nichts. Nee. Okay. Das ist halt wieder 50-50. Aber guck mal, ich gehe jetzt mal zum Pferd. Nicht vergessen, hier kann man einen Zauber machen. Das könnt ihr mal machen. Und dann rede ich mal mit dem Pferd. Wird es einfacher, wenn man es öfter gespielt hat? Ich finde es eigentlich jetzt nicht schwer. Also, was heißt einfacher? Ja, es ist immer anders. Dass du einfacher zur Lösung kommst, Mensch, weil du willst, okay, ich gehe jetzt lieber hier und durchsuche alles, dann habe ich alles. Nee, du musst immer wieder Taktik haben, es ist immer wieder anders, ne? Gib mir die Karotte. Hämmer nicht. Hä? Doch, die Hämmer. Kannst du jetzt geben? Nee, muss jemand holen. Ich muss jetzt bleiben und jemand von euch könnt jetzt ganz gern in die Küche gehen. Und. Okay, dann. Gucken wir mal, wer als nächstes die Küche macht. Kann man am Geist vorbei? Nee. Ja, du kannst aber rückwärts gehen dann. Mhm. Oh. Deswegen ist es ja wie ein Kreis aufgebaut. Also du könntest in die... kannst du nicht. Nee, ich kann mich auf dem Weg in die Küche machen. Du kannst hier rein und kannst den Zauber machen. Genau, der Zauber ist nicht schlecht. Theoretisch. Es kann auch ein Kackzauber sein. Ein Kackzauber. Du darfst jetzt wieder würfeln. Ja. Der Geist nimmt aber die Karotte nicht weg, ne? Eins. Ja, haben wir schon alles abgekrast? Ne? Wir haben uns hier nicht umgeschaut. Ah, okay. Genau, das kommt auch dazu. Du musst eigentlich am Schluss noch wissen, wo du alles warst. Du findest die Birne. Oh, das ist gut. Birne. Ach, mal. Wer wollte die Birne? Der Pfau. So. Irgendjemand muss in die Küche und kann alle bedienen. Genau. Das heißt, du kannst theoretisch auch hier stehen bleiben. Einfach. Genau, ihr könnt eigentlich hier stehen bleiben. Habt ihr euch schon da umgeguckt? Nee, mit dem V-Gerät. Ich gucke aber erstmal, was ich würfel. Ja. Der Geist. So, Küche. Das ist Scheiße. Ich hätte mich beim V erst umgeguckt. Ich kann aber nochmal würfeln. Ja, ja. Ich habe mich beim V umgeguckt. Und dann habe ich mit ihm geredet. Okay. Was hast du gefunden? Die Kirschen. Okay. Mhm. Ich gehe da aber mal weg. Mit der Schlange hat gleich noch niemand geguckt, ne? Eins, zwei... Ich mit dem Hund könnt ihr auch reden, ne? Ich habe mit ihr geredet und da wurde ich doch durch die Falltür geschickt. Nee. Du hast den Zauber gemacht. Ich bin doch durch die Falltür in den Hof gekommen. Ja, aber du bist doch nicht durch den Zauber. Da habe ich mit der Schlange geredet. Ja, genau. Ja. Ja, und kann man jetzt ein zweites Mal versuchen, mit der Schlange zu reden? Ihr seid jetzt beim Hund, ja. Aber, ne? Ja, ja aber ja. Trotzdem, wenn ja, ich ja, jetzt... Ja. Also du kannst dich noch umgucken oder... Ich guck mich um. Käse. Den These. Oh. Zwei Uhr schon. Hm. Ja. Aber du bist dran. So. Wäre es halt cool, wenn irgendjemand den tabischen Geist würfe. Ja, jetzt wär's gut. Nope. So. Haben wir mit dem Esel schon gesprochen? Hm. Nee. Nee, da habe ich gerade nur gezaubert. Eins, zwei, drei. Mit dem Esel spreche ich jetzt. Gib mir die Kirschen. Oh, sehr gut. Die Tierschen. Jetzt auf die Hand. Ich kann euch weiterhelfen. Sucht in der Schmiede. Dort werdet ihr einen Schlüssel finden. Oh Gott. Die Schmiede ist hier, ne? Ja, das ist die Schmiede. Kann ich nochmal umgucken? Der Rabe hat die Muster gestohlen. Kann ich mich jetzt nochmal umgucken? Lege das entsprechende Plättchen zurück neben den Spielplan. Okay. Ich kann mich jetzt nochmal umgucken. Ja. Jetzt nicht, das bin ich. Umgucken oder zaubern? Zauber hat man doch schon. Zauber hat man schon, das war die Fee, die hat uns geholfen. Okay, Schlüssel wäre ja nicht schlecht. Ja, einfach umgucken, ja. So, irgendeiner muss halt schon. Mist, Geist. Ja, der könnte echt mal weiter langsam. Das Pferd, da wollte ich ja bleiben, wäre ein Tipp. Da wollte ich ja bleiben. Kann sich oder nächste umgucken. Aber ich weiß nicht, ob dann Zeitablauf. Hast du dich schon umgeguckt beim Pferd? Ja, hast du. Du kannst aus dem Brunnen trinken. Dann krieg ich nochmal einen Zug, das bringt mir nichts. Weil ich will ja essen. Ach so, du kriegst bleiben. Immer einen Zug. Okay. Ja, nee, ich bleib stehen. Geist. Ja, gut. Sehr schön. Und du darfst nochmal. Yay. Darf ich nochmal? Gut, ich bin weg. Ja. Okay, das war jetzt vielleicht einmal zu viel, sich einen Geist gewünscht.
schön. Ja, aber jetzt ist doch der Weg mal irgendwie frei, ne? Gut. So, hier hat irgendwie... Du kannst dich umgucken. Umgucken, oder wie ein Hund redet. Geredet habt ihr doch schon, oder? Nee, habe ich mich umgeguckt oder geredet? Ja. Ich weiß es schon immer. Das werden wir jetzt gleich sehen. Erstmal umgucken am besten, weil dann hier ist leer, ne? Ja, irgendjemand hat ja irgendwas mit dem Hund schon gemacht. Hier findest du nichts. Sucht in der Schmiede. Sucht in der Küche. Sucht in der Schmiede. Okay, ich bin ganz heiß. Ich jage euch alle zurück ins Kinderzimmer. Stellt alle Figuren dorthin. Das stimmt. Schlimm. Wir müssen uns merken, Pferd, ja mit dem Pferd rede und Enna muss in die Küche. Ja, so. Ich gehe jetzt in die Küche. Okay. So, ich muss ja jetzt kann folgen, du kannst die ja, jetzt auch hinlegen. Ich packe die Karotte fürs Pferd ein. War das und für das ja, ja und die Birne für den V. Dann kann ich ja immer noch was machen. Ich konnte ich noch umgucken, genau. Wir wollen die Käse. Aber niemand wollte ja den Käse. Der Käse hatten wir auch schon, gell? Du, nee, der Nächste kann auch mit der Zigmo sprechen. So, das ja, war's für dich. Ja. Guck ich, dass ich zum Pferd komme. Gekippelt. Vier. Das war gekippelt. Eins, zwei. Du kannst dem Pferd gleich denen die Karotte geben. Muss ich erst mit dem Pferd reden, gell? Ja. Das ist genau. Was ist das da? Ja. Reden. Die Karotte. Ich werde euch ein Geheimnis verraten. Sucht im großen Saal. Dort könnt ihr die Tür zum Verlies öffnen. Aha. Können wir sie jetzt öffnen, oder? Ich bin die Fee. Mama? Ich werde dir helfen. Nimm einen Schlüssel. Okay. Wir können doch noch drauf machen. Zum Verlies? Wie kommt man denn da zum Verlies? Ach, durch die Falltür oder was? Mhm. Wahrscheinlich. Was ist ein Verlies? Hier beim Drachen. Ah, oh, da steht aber erstmal mit dem Sieger. Redest du? Ja. Soll ich machen? Ja. Zick. Ja. Ich möchte Nüsse. Ja. Nüsse, ha. Denk daran. Suche im Schlosshof, um die Beute des Raben zu finden. Ja, das ist mein Rabe. Ach, da ist ein Rabe. So. Ach. Müssen wir erst zurückkriegen. Also jetzt wissen wir, dass das die Ziege die Nüsse will, also muss jemand zu der Ziege. Das wäre ja dann am besten der, wo blau hat, als nächstes. Ich habe gedacht, die Nüsse liegen jetzt wieder ganz normal. Also Anna muss hier neu am besten. Ja, ich dachte der auch. Der Geist muss erst mal hin. Der Geist ist ja eh da. Ja. Das war vorhin auch schon da. Bin so. Ich? Mhm. Also ich war rot, ja genau. Okay, ach oh Gott, jetzt habe ich so ein bisschen den Überblick verloren. Du kannst hier neu und kannst du auch, du kannst... Der Zauber noch mal versuchen, denke ich mal. Okay, dann mache ich das. Hund. Der Hündchenzauber. Oh Gott, ich bin der Geist. Da hat doch jemand die Ritterrüstung umgeschmissen. Lebe ich in deinem Raum. Ritterrüstung umgeschmissen. Dein Zug ist zu Ende. Das ist. Ja, ich sag das. Das ist nicht leicht. Das ist echt nicht leicht. Mir den Schlüssel. Ich bin der Zauberer. Um 6 Uhr wird das Königreich mir gehören. Es ist 3 Uhr. Die Hälfte eurer Zeit ist vorbei. Euch. Wir haben es aber doch schon mal geschafft, gell? Wir brauchen mehr Tipps, wer es war. Ne? Wenn wir, sagen wir mal, noch 2 am Schluss haben. Die fett in der Küche, ich weiß es. Wenn es die am Schluss ist. Dann wir können auch noch immer versuchen, mit dem Hund zu reden. Ne? Jetzt, wie kriege ich die Nüsse? Du musst mich gleich umgucken. Ja. Fahr umgucken. Ich glaube, du musst dich umgucken. Ja, hier ist das Nest des Raben. Du findest die Nüsse. Ja. Und wer wollt die? Ja, die Ziege, glaube ich, nee. Ziege, doch. Ja, doch. Das ändert zu der Ziege am besten. Und wir müssen uns noch den Zauber im Halt, stopp! Die Nüsse, ja. Ach, scheiße, ich hätte dem V die Birne geben können. Das mache ich beim nächsten Zug. Ja. Oder ich gehe rüber und gib's. Nee, geh du am Bett, du weißt schon nicht, was da passiert. Wenn ich überhaupt so viel... Ja. Kannst du ja noch machen. 1, 2, 3, das geht? Ja. So, und jetzt der Ziege die Nüsse geben, ne? Mal reden, Ziege, ja. Ziege labern. Gib mir die Nüsse. Ich geb da die Nüsse. Ich habe Folgendes gesehen. Der Dieb ist dumm.
Also alle Dicke weg. Die Fett war es nicht. Zwei Verdächtige ausschließen. So. Dann war es der Schmied. Ich glaube, es war die da. Es war der Schmied bestimmt. So, du bist dran, Jan? Aber gegen Schmied. Vier. Ah, da kann ich doch den Zauber im Dings nehmen. Oder mich umgucken, ne? Wo? In der Schmiede. Guckt euch in der Schmiede um. Hat sie gesagt, ja. Gut gemacht. Du findest einen Schlüssel. Yes. Nimm einen Schlüssel. Nee, den kann ich mit dem Beutel. Den kann ich hier nicht behalten. So, jetzt würde ich sagen... Es war bestimmt der Schmied. Gerne! Also wir könnten hier die Falltür aufmachen, ne? Nimmer zaubern, am besten umgucken. Nee, nicht der Schlüssel benutze für die Tür. Ah, ne, das ist nur die Abkürzung. Nee, hier, nee, da gucken wir uns am besten um, weil das Zaubern war dann falsch, dann kommen wir durch das doch neu, ja. Also am besten vielleicht nochmal hier neu umgucken, das wäre ganz cool. Wo, in der großen Saal? Das umgucken, nicht zaubern. Nee, guck, eher umgucken. Ja, Jan hat das Hatz im Urin. Zaubern, bei Zaubern kam bis jetzt immer Scheiß raus. So passiert nichts. Macht nichts. Ja, aber... Gut, die Schlangen haben wir noch nicht gefragt. Richtig. Die Julia hat es irgendwie. Ja. Bitte jetzt nicht mehr. Bitte nicht mehr. Gut. Das bin ich in Rot. Du kannst auch noch die Schlange fragen. Ja. Vielleicht haben wir ja was zu essen für die. Mhm. Haben wir uns schon umgeguckt da drin? Gib mir die Trauben. Haben wir jetzt nicht. Nette B. Okay, ah, so. Ja. Aber du weißt schon mal, dass Trauben sind. Muss ich jetzt würfeln? Hm. Wenn du eh stehst, doch musst du wegen Geist. Oh Gott, nee. Ich hoffe nicht. Ich geb dem V was. Birne. Gib mir die Birne. Ich werde euch ein Geheimnis verraten. Sucht im Stall. Dort könnt ihr die Tür zum Turm öffnen. Ah, gut. Ja, das ist die Birne. Ich gehe drei Räume weiter. Bam! Bam! Boom! Nichts, wir müssen ja Ende starten. Ihr müsst doch auch zurück. Nee, über den Weg ist er vorbeigekommen. So, Enna müsst in die Küche und Enna müsst in den Stall. Gut. Geh in den Stall, Schatz. Ab in den das Stall. Das ist hier, ne? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist größer. Jetzt umschauen, ne? Ja. Pferd gucke. Pferd gucke. Was? Die Traube. Der Zauber hier, gibt er uns mehr Zeit? Ja. Das wäre gut. So. Also der nächste am besten sofort in den Turm, wenn es geht. Ja, ich kann. Das bist du. Ja. Und er da irgendwann die, in die Küche. Dann zauber ich. Aber was kann? Ach, soll das der Zauber noch hinten losgeht, ne? Ja. Probier es. Eule. Gut gemacht. Du hast die Uhr zurückgestellt. Doch wieder 4 Uhr. Nee, wir hatten eben 5, glaube ich. Nee. Boah, okay. Nee, wir hatten doch 4. Wir ja, hatten 4. Ja, wir hatten 4. Ja, der hat die Uhr 4 wieder, also der Progress wird gelöscht. Okay. Es gab ja keinen. So, der Geist muss weg. Spiel, ich Kiste bescheißt. 4. So, die Schlangen, Volt. Genau, du kannst mit der Schlange theoretisch reden. Oder kann auch. Ich doch schon. Volt die Traube. Okay, das die geht nicht. Trauben. Aber du kannst mit der Eule reden, vielleicht will die hier den Käse haben. Beziehungsweise. No. Oder du kannst dich hier nochmal umgucken, weil hier wäre ja die Falltür für zum Drache. Wäre das nächste Tier, was wir vorher können. Ach, der Drache ist nett. Ja, ach stimmt, ja. Der ist ja da drauf. Also oh. Könntest du hier dich nochmal umgucken. Ich hätte jetzt gedacht, okay, also im... Ja, du bist ja eh schon da drin. Ja, ja okay, also ich bin ja eh schon drin. Okay, also 4. Ich finde es einfach neu, das passt. 1, komme ich doch eh nicht rein. 2, 3, 4. Ah, nee, ist blank gefahren. Ne. Habt ihr mal sich schon hier drin umgeguckt? Ja. Nee. Ich glaube schon. Ich habe nur das Schwein angesprochen, das wollte Apfel, aber umgeguckt haben wir uns echt? Nicht. Echt? Okay.
Genau, das sind nur die zwei. Und im Turm. Ja, im Turm bin ich ja schon. Das heißt, ich gucke mich noch um im Turm. Ich bleibe jetzt einfach mal eine Zeit lang im Turm. Guck mich um, red mit der. Habe ich mich da umgeguckt schon? Ja. Nee. Im Turm kann der Geist ja auch nicht, gell? Ich glaube nicht, oder? Hier findest du mich. Sucht im großen Saal. Sucht im Turm. Ja. Fickety fuck. Das war eh gleich nicht. Ich bin der Zauberer. Du bist ein Depp. So eine Drama-Queen, oder? Die setzt einen voll unter Druck. Gut. Kann jemand in die Küche für die Schlange reden? Da kann keiner mehr mit der Schlange reden. Du kannst schon das sagen. Hier, du kannst in den Saal und dich umgucken. Gut, was haben wir da, der Hund, ne? Mhm. Jawohl. Beeil dich. Ich finde, jemand anderes sollte das einsprechen. War gut. Das darf ich aber nochmal, ne? Ja, jo, ja. Ja, ja. Das ist eindeutig zu oft der Geist. Ja. Ist auch zweimal auf dem Würfel drauf, der Geist. Oh, ach so. Drei. Geh, zum Drache. Drache, Kugel. Oder Zauber. Nee, du sagst vorhin, nee, Zauber, der Geist wäre voll das, unnötig. Das machst du als nächstes, dass du in der Küche bist. Oder ich. Oder derjenige, der grün ist. So. Kannst du dich erinnern? Das hast du vorher noch. Du kannst natürlich auch noch mit dem Drache reden. Das weiß ich auch. Jetzt, dass Geist jetzt eigentlich voll mehr, keine Gefahr darstellt. Ja. Siehste? So, ist egal. Ich will aber mit ihr reden. Ich habe mich noch nicht umgeguckt. Soll ich mich erst umgucken? Du hast dich doch umgeguckt. Ja, guck dich im Turm um, haben sie gesagt. Das Brot. So, da haben wir jetzt aber alles essen. Ja, toll. Erfolg. Warum? Wir müssen noch mit der Eule reden und dem Drachen. Ja, ja, wir gucken, was der Drache will. Wir haben nicht mehr viel Zeit. So, wäre gut, wenn jemand in die Küche geht. Bin ich denn eigentlich nochmal okay da? Du kannst in die Küche. Eins, zwei. So. Kann ich jetzt stehen bleiben, ja? Genau. Okay. Karin kann mit wem reden? Und drauf war, was sie würfelt. Geist. Mit dem Hund eigentlich theoretisch nochmal, oder? Mit dem Hund haben wir noch nicht gesprochen. Ich bin im Kinderzimmer. Wo ist denn der Hund? Kannst du zum Hund? Haben wir mit dem Hund schon gesprochen? Nochmal. Ich glaub, nee, ich lieg genau, jetzt kann ich mit dem Hund eigentlich sprechen. Eigentlich schon. Nee. Und dann? Gib mir das Brot. Okay. Oh, kann Schmitz geben, ne? Ja. Ich kann euch weiterhelfen. Sucht in der Waffenkammer. Was? Dort werdet ihr einen Schlüssel finden. Okay, Schlüssel brauchen wir nicht unbedingt. Kriegen uns die ganzen scheiß Schlüssel. Genau, Schlüssel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich sag, der Schmied war's. So, ist aber egal, ich rede mit dem Drachen. Genau, gib mir den Käse. Hat er am Schluss gehustet? Ich habe Folgendes gesehen. Der Dieb hat schwarze Schuhe. Gut gemacht. Damit können wir zwei Verdächtige ausschließen. Das war... Nee, zwei. Das bleibt. Nee. Das sind keine schwarzen Schuhe. Er hat gesagt, zwei ausschließen. Das müssen wir noch vier haben. Das müssen wir. Der Zauberer kommt näher. Beeilt euch. So, sollen wir uns jetzt einfach entscheiden, wer es war? Nee, ich rede jetzt noch mit der Eule, oder? Ja, mach. Gib mir noch einen Tipp. Ja, halt, du musst würfeln, weg im Geist. Ja. So, ich rede mit der Eule. Alter, was steuert hier? Ich habe folgendes gesehen. Der Dieb ist ein Mann. Ich sag doch, das ist der Schmied. Damit können wir zwei Verdächtige ausschließen. So, wir haben zwei Schlüssel. Also, was machen wir jetzt? Wir gucken, dass wir jetzt zum Schmied. Wir gehen zum Schmied und zu ihm. Du stehst doch schon. Du kannst jetzt als nächstes diese Kiste öffnen. Nimm die Julia ist jetzt aber erstmal drin. Nimm mal die Trauben in den Sack erstmal. Stimmt. Ja. Wahrscheinlich will der Drachen. Würfel der Geist. Ja, sehr gut. Super. Weil. Dann kommst du zum Schmied. Ja. Nee, halt. Ich bin bei ihm, das ist er, ne? Und der Schmied ist hier. Okay, gut. Freie Bahn. Würfelnummer? Macht ja nichts. Nee. Macht nichts,
Also es muss einfach nur einer hier und einer da hin. Fertig. Drei. Wohin? Zum Schmied. Zum Schmied? Kommst hier hin. Das geht um. So. Am besten keine Aktion ausführe, weil dann wär's das Ding, dass die Zeit abläuft. Einfach nur zu den Leuten gehen. Und dann direkt die Schlüssel ausprobieren. Ich kann mich aber nicht bewegen, wenn da der Geist ist, ne? Doch. Doch. Ja, dann kannst du jetzt. 2, 3, 4. Kannst du hier hin? So, Moment. Wie benutzt du jetzt die Schlüssel? Kiste. Du gehst jetzt auf den Esel und dann auf die Kiste. Ich sag, das ist der Schmied. Esel und Kiste. Ich habe den Dieb erkannt und den Ring gefunden. Königreich ist Geld. Achtung! Achtung! Schon auf deine Belohnung jetzt, ne? Ich krieg eine Belohnung. Was? Halt's mal in die Kamera. Das war. Wer war's? Jetzt vielleicht noch kurz nochmal. Das heißt, wenn wir es nochmal spielen wollen, müssen wir ein neues Spiel kaufen, damit der neue Ring drin ist. Das war der Schmied. Genau, die kann jetzt den Ring mitnehmen und auf eBay verscheuern. Ja, das ist ja süß. So, wie fandet ihr das Spiel? Ich finde es ganz gut. Cool. Also, unsere Tochter macht es riesig Spaß und. Die ist sehr gespannt. Halt, ja. Ist halt richtig cool mit dieser Kiste, dass sie wirklich so Fantasy-Feeling aufbringt und so Geschichte-Feeling. Ja. Hätten sie gut gemacht. War übrigens im Müller, Entschuldigung. Sorry, das Spiel kostet normalerweise an die 50 Euro. Ich habe es für 25 im Müller gekriegt. Also, 50? Ja. Für 50 Euro hätten die aber ein bisschen bessere Speaker Donald bauen können. Ja. Das stimmt. Aber ich finde es cool. Wir nehmen einfach welche aus dem Teddy und spließen sie an. Spieß. Ja. Also ich finde es soweit cool. Ich finde es nur schade, dass es nicht der Keil mit dem Kerzenständer war. Weil der Keil bringt alle mit seinem Kerzenständer. Mit seinem Ständer. Mit dem Kerzenständer. Halte Keil mit dem Kerzenständer. Nee, ist aber ein cooles Spiel. Kann man eigentlich nichts drauf aussetzen. Ist cool, ne? Ich finde es cool, das Spiel. Also, ja, das macht Spaß. Muss sagen, ich muss wieder spannend. Du musst jetzt nicht äugern, wie viele Mitspieler es sind. Ne? Also zu zweit ist es halt echt hart. Also zu zweit, die Claire... Kannst du so einen Pieps dann da machen? Aber die Züge bleiben ja die gleichen. Ja, ne? Also schon. Ja, Züge, aber du hast halt weniger Möglichkeiten zu agieren. Ne? Ja, Und dem aus. Ja, ne, also ich glaube, da habe ich mich nicht verkauft. Auf jeden Fall besser als unser erstes Spiel. Hat es einen Wiederspielwert für euch? Ja, 100%ig, ich würde es wieder spielen. Ja, komm, das nächste Mal auch gerade wieder hier. Genau, machen wir nochmal jetzt. Zock mal eine Runde, wer war es? Von der Qualität her muss ich auch sagen, die Ravensburger gewöhnt ist. Nichts auszusetzen. Also ja, ist alles tatsächlich das Einzige, was ich auszusetzen habe, ist, dass sie die Lautsprecher übersteuern. Ja. Aber ansonsten, ja. Gut. Das war's. Bis dann.